gucken, was mich da unten erwartet. An spaßigem Spaß. Zumindest Rubine haben wir hier. Gold. Ne, Lithium, Sandstein. Ich bin jetzt vor allen Dingen auch mal auf die Videoqualität hier gespannt, weil ich habe hier in den Nvidia-Einstellungen das Spiel mal auf 60 Bilder pro Sekunde begrenzt, weil das muss jetzt nicht unbedingt mit 140, 150 FPS laufen, weil mein Monitor das eh nicht packt und ich in der... Oh, ich weiß, wo das hier hingeht. Oh, oh. Ja, schön. Ja, gut, dass wir hier sind. Inventar voll. Gut, dann Titan. Tschüss. Na gut, das ist das Mikroskop. Oh ja, dann kommen wir hier auf jeden Fall gleich mindestens nochmal zurück. Weil dann können wir uns hier noch ein paar schöne Außenpflanzen und Materialien hier zusammensuchen. Dann lohnt sich das doch. Was ich auf jeden Fall langfristig als nächstes machen möchte, ist mich zur Aurora begeben. Denn da ist ja ein... Oder das Triebwerk ist ja explodiert. Und da strahlt es jetzt gehörig. Aber das Leck oder die Lecks in dem Triebwerk, die können wir reparieren. Und dann ist die Strahlung weg. Und dann brauchen wir erstmal diesen blöden Strahlenanzug nicht mehr und können dann dauerhaft dieses Tieftauchgerät anbehalten. So, und immer wenn ihr dieses Geklappere hört, dieses Krack, dann ist hier irgendwo ein Wrack in der Nähe. Ja, dieses da. Genau, aber was ich vorhin gesagt habe, ich habe das hier auf 60 Bilder die Sekunde begrenzt, um vielleicht so ein bisschen die Grafikkarte am Arbeiten zu behindern. Weil, ne, also ich weiß, dass die Grafikkarte dieses Spiel in den meisten Fällen mit weitaus mehr als 60 Bildern pro Sekunde rendern kann, aber das heißt ja nicht, dass die Grafikkarte hier mit voller Leistung dann laufen muss. Weil der rendert natürlich so viel, wie er kann. Und ich weiß nicht, ob das was bringt. Ne, ich habe zumindest gelesen, dass es theoretisch doch dann die Leistung der Grafikkarte dann, ja sag ich mal, ein bisschen behindert. Insofern, dass dann einfach nicht so viele Bilder gerendert werden müssen, dass der einfach, weiß ich nicht, irgendwelche Idle-Zeiten einfügt oder so, keine Ahnung. Aber dass die Grafikkarte dann einfach auch nicht so heiß laufen muss, weil eben Sachen gerendert werden, die gar nicht gerendert werden müssen. Wenn das klar ist, was ich damit meine. So, dann stelle ich den Scheiß erstmal hier auf den Boden. Hier sind die, warte mal, den kann ich doch hier in den Flur stellen. Zack. Dann heben wir das später mal auf. Dann verschwenden wir damit keinen... Ah, ja. Keinen Inventarplatz, wollte ich sagen. Ich will die Dinger immer mit der linken Maustaste platzieren, aber linke Maustaste ist aufheben. Die sind bald durch. Die wachsen. Die würde ich gerne andersrum haben. Das heißt, ich werde die, glaube ich, abreißen, das alles hier mit Marmormelonen vollpflanzen und dann die hinteren Marmormelonen einfach wegnehmen. So, jetzt will ich aber doch den Kommunikator fertig bauen. Was brauchst du? Kupfererz. Tada, was brauchst du? Computerchip, Fasergewebe. Weil das ist nämlich die, wie heißt's? Die Sunburn, Sun, wie auch immer, Sunbeam, die hier anrufen möchte. Gut, Computerchip, das war Scheibenkoralle.
Zweimal Kupfer. Ich muss mir mal die Rezepte merken, weil durch das Update funktionieren natürlich die ganzen Mods auch alle nicht. Gold, Kupferdraht, zweimal Tischkoralle. Eins, zwei. Zweimal Kupfer. Gut, dass wir Kupfer gesammelt haben. Also, Kupferdraht, zweimal Tischkoralle und... Ich habe schon wieder vergessen. Gold. Na, Gold haben wir ja wohl genug. Zack, zack. Und das Schöne ist, dass wir jetzt halt eben nicht mehr rauf müssen in unseren Pott. Sondern können das jetzt alles bequem hier machen. Und jede Außenbasis, die ich halt bauen werde, die wird auch mindestens einen Fabrikator haben. So, Fasergewebe, Silbererz, Titan. Titan habe ich. Silber, Faser bekomme ich aus den Schlingpflanzenbüscheln. Die kann ich mir so eben holen. Die sind ja hier in der Nähe. Ah, so viel zu tun, so viel zu tun. Tada! Jetzt wird der hier gebaut. Da möchte ich nicht draufklicken. Kaisers Kupferdraht, Titan, Rubin, Titan. Ja, die großen Batterien brauche ich eigentlich noch nicht laden, weil ich habe noch nicht so viel Zeugs, was ich damit laden müsste. Was sagt denn der? Der sagt fast leer. Der sagt 94, 84, 48, 99, 66. Laden wir die jetzt einmal auf. Salz haben wir hier noch. Dann kann ich jetzt nämlich einmal... Ach nee, da brauche ich das Bautool natürlich wieder für. Scheiße. Wo jetzt natürlich kein Strom drin ist. Fug. So, die wachsen. Die nehme ich schon mal so ein bisschen verputzen. So, was kann ich denn jetzt machen, ohne ein Dingens zu bauen? Was habe ich denn noch hier? Grundmaterial, den Plastahl. Brauche ich, glaube ich, erstmal noch für nix. Aerogel ist durch den Gelsack freigeschaltet worden. An Ausrüstung gibt es jetzt, glaube ich, den Verstärkten. Da brauche ich synthetische Wasser für. Da kann ich noch nichts mitmachen. Das kommt, glaube ich, demnächst. Feuerlöscher. Das habe ich, das habe ich. Die violette Tafel kann ich mit Ionenwürfeln und Diamanten bauen. Was auch immer Ionenwürfel sind, die habe ich nämlich auch noch nicht. Eigentlich dürfte ich das gar nicht kennen. So, Laserschneider. Eine Schubkanone kann ich bauen. Aufstellbare Beleuchtung. Genau, eine Schubkanone wollte ich auch noch haben. Stasegewehr bräuchte ich auch noch mal irgendwie. Kabelsatz, Batterie, Titan. Kabelsatz war zweimal Silber. Batterie war Kupfer und zwei Säurepilze. Fabrikator benutzen, keine Energie. Wir brauchen Solarpanels, denn draußen ist dunkel und wir haben keine Energie. Nicht genug Energie. Nächster Ladeversuch in. Dann sollten wir vielleicht dieses Teil auch mal aufladen lassen. Ja, schön. Oh, dieser große Mond. Ah, schön. Ja, Fug. Was willst du denn haben für ein Solarpanel? Zweimal Quarz, Titan, Kupfer.
ich das Teil zumindest schon mal hier hinpflanzen. Wieso geht das nicht? Erzähl keinen Quatsch. Nur so ein bisschen angewinkelt. Na, und da werde ich sicherlich noch ein paar mehr bauen müssen, weil den Tag über müssen wir halt die Batterien aufladen. Und nachts kann dann der Strom verbraucht werden. Und wir haben doch hier oben einen Fabrikator. Den kann ich doch benutzen. Hier ist immer Strom. Und Medkits. So, ich brauchte Batterie. Ich hab's vergessen. Tada! Ausrüstung, Schubkanone. Yay! Tatarata! Vor allem cool ist, dass wir die Dinge halt bauen, ist halt natürlich sofort eine Batterie mit drin. 5. Wieso ist dieses Ding so riesengroß? Schlimm, 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 das alles. So, jetzt kommt doch so langsam die Sonne wieder raus. Eigentlich könnte ich jetzt noch ein Solarding bauen. Zack. Zack. Einfach damit wir ein bisschen. So, kriegen wir das auch angewinkelt hin. So. Na, dann können wir ein bisschen Energie auf Vorrat produzieren. Dann haben wir nämlich jetzt 225 Energie. Und dann kann ich hier die Batterie nochmal weiterladen. Und mir währenddessen meine Marmormelonen-Sammlung mal verkomplettieren. So, 2 müssen wir behalten. Ich brauche noch 2 von den Teilen. Obwohl, Dingensproben habe ich ja hier auch. Also zur Not kann ich den Knollenbaum nehmen. Dann kann ich mir die schon mal schnappen. Na, dann wächst der da. Na, die kann ich leider jetzt so nicht kaputt machen. Aber wenn die gewachsen sind, dann kann ich mir die auch da rauspflücken. Komm, Knollenbaum haben wir. Hier eine Ding, das können wir wegschmeißen. Tschüssi. Welcome aboard, Captain. Ja, und dann kann ich hier hingehen, mir mein Bleizeugs holen, einen Feuerlöscher mitnehmen. Das lassen wir mal weg. Reparaturwerkzeug brauche ich, Laserschneider brauche ich, Taschenlampe brauche ich, Reparaturwerkzeug brauche ich nicht. Messer. Das kommt in Nahrung. Seegleiter brauche ich eigentlich auch nicht. Weil ich brauche schon so ein bisschen Platz im Inventar. So, Blei, Blei, Blei. Viermal Titan. Die Batterien sind jetzt hoffentlich auch mal so langsam voll. Die auf jeden Fall. Das Ding wegräumen. BZW, ich wollte doch noch die Blumenkästen bauen hier. Verdammt nochmal. Ich nehme jetzt einfach mal 8 Titan mit. So. Wo pflanzen wir denn unsere Bäumchen hin?
Irgendwo da, wo sie nicht stören. Vielleicht hier. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall ein Fundament, damit das Ganze hier auch einigermaßen vernünftig passen tut. Am besten hier vor unser Gewächshaus. Wieso brauche ich hier Blei für? Verarsch mich nicht. Oder baue ich das doch da unten? Weil ich will halt auch diese Schlingpflanzen hier anbauen. Komm, ich baue das hier unten. Was soll's? Ich will diese Schlingpflanzen. Also muss ich aber überlegen, wenn ich einen Scannerraum baue, dann kann ich entweder links oder rechts, damit es hier alles nicht zugeballert wird, ne? Ich will auch nicht hier die ganze Zeit an diesen Viechern da hängen. Also hier an den Sand, hier an den Sandhain, an den Pirschern. Das ist natürlich blöd, dass es hier am Hang gebaut ist. Warte mal, kann ich die nicht auch so außen hier hinsetzen? Das geht nicht, ne, weil hier Hang ist. Das ist ja scheiße. Ich meine, so könnte ich. Boah, das ist Käse. Entscheidungen über Entscheidungen. Komm, packe ich das Ding hier hin und gut ist. Außenelemente, jetzt aber natürlich nicht. Doch, ich wollte schon sagen, ey, das wäre jetzt noch der Knaller gewesen. So, ist das gerade? Sieht gerade aus. Könnte noch ein bisschen weiter nach rechts. So, weil jetzt kann ich hingehen. Und mir hier diese Schlingpflanzendinger hier holen. Die ich lustigerweise schon gescannt habe. Beziehungsweise ich hole mir einfach mal drei. Dann haben wir nämlich drei von den Teilen. Logisch. So, dann haben wir hier noch ein Beet. Wo wir dann noch die Gelkissen und sowas hinpacken können, beziehungsweise auch die Säurepilze. Dann können wir die endlich mal scannen, die Dinger. Ich muss Luft holen. Hallo Luft. Jo, Säurepilz. Habe ich den schon gescannt? Scheint so. Das tat weh. Jo, dann haben wir hier eine adrige Nessel. Hallo? So, geht doch. Dann haben wir hier eine Scheibenkoralle, mit der wir nichts anfangen können, glaube ich. Ne. Dann haben wir hier noch irgendwie das Windegras. Blaupalme. Windegras. So, gibt's hier noch Pflanzen in der Ecke, die ich noch nicht kenne? Nicht wirklich, Gott sei Dank.
So, dann kommt hier dieses ganze schöne Gepflanze hin. Blaupalme. Adrige Nessel, Windegras. Passt das überhaupt? Wie viele passen hier hin? Verbrate ich jetzt hierfür das ganze Titan?